Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hofbergwand. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja dementsprechend hier ein bisschen Methan verkauft. War eine sehr lustige Folge. Wir haben den schönen John Deere mitsamt dem Methan-Tankanhänger mal ein bisschen zum Trocknen aufgehangen. Vielen Dank für die ganzen sehr, sehr amüsanten Kommentare. Und in dieser Folge werden wir ein paar kleine Ballen pressen. Dazu werden wir uns eine schicke Ballenpresse raussuchen. Wir werden die Standard nehmen. Ich hatte mir noch eine andere Kombi überlegt, aber nee, machen wir nicht. Wir nehmen die kleine hier. Die kostet 22.000. Die werden wir uns natürlich nur mieten. So, mit der süßen kleinen Geschichte hier gibt es natürlich auch einige zahlreiche Mods. Es gibt auch so einen Anhänger, wo man dann das reinkippen kann mit so einer Traverse. Ist auch ganz cool. Und was ich auch vergessen habe, ist, wir haben ja noch die Aufträge, ne? Die ziehen wir auf jeden Fall auch noch durch, grubbern und pflügen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das machen wir dann jetzt zum Abschluss, wenn wir mit dem Stroh fertig sind. Wird wahrscheinlich wieder eine Nachtsession werden, denn wir wollen ja kein Geld verschenken. Gut, dann machen wir das mal fertig hier. Holen uns mal die Kleinballenpresse. Und mit der werden wir jetzt ganz entspannt schöne kleine Mini-Ballen pressen. Mini-HD-Ballen. Und die werden wir dann natürlich auch schön einlagern können. Ne? Ist ein kleines Gerät, ist jetzt nicht so groß. Habe ich, glaube ich, zu Beginn im LS mal genutzt, wo es halt draußen war. Aber ansonsten wird es eher weniger genutzt, weil man natürlich auf anderen Maps eher kleine Ballen herstellt. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich fahre ja immer eigentlich im Stroh hin und her, von so einem Haupthof zur Geflügelzucht. Warum machen wir nicht wieder oben einfach ein Lager? Und ist ja möglich. Das heißt, das Lager werden wir da oben dann platzieren, sodass wir da immer Stroh als Vorrat haben. Ne? Weil die Hühner bei der Geflügelzucht oben rechts auf der Map benötigen halt auch Stroh. Und da brauchen wir nicht mehr hin und her fahren. Und deswegen dachte ich, okay, komm, machen wir mal ein paar kleine Miniballen. Hier mit dem kleinen MF 1840. Ist ein kleines, cooles Gerät. Und mit dem kann man das mal ohne weiteres eben fix machen. Natürlich, das Verladen ist ein bisschen tricky. Es gibt da auch von Fortschritt so ein Gerät. Oder auch, glaube ich, eine andere Mod noch, wo man dann Anhänger mit dranhängen kann. Ja, wäre halt vielleicht auch ganz cool gewesen. Aber wir machen das hier mal alles per Hand. Da werde ich mir dann noch so einen Trailer hinstellen. Wir werden jetzt nicht so viele Ballen machen. Keine Ahnung, vielleicht so 20, 30 Stück. Und den Rest werde ich dann lose einfahren und in unser Strohlager quasi reinfahren. Ne? So, da steht noch der Fendt mit dem Weizen. Fahren wir mal hier aufs Feld drauf. Und dann werden wir jetzt hier ein paar schöne Ballen pressen. Einmal runtersetzen. Aufklappen brauchen wir es, glaube ich, nicht. Und dann einschalten. Ah, warte. Müssen wir doch ausklappen. Ist doch schon ausgeklappt. So, jetzt. So, Abfahrt. Ja, da werden jetzt hier gleich schöne kleine Miniballen rauskommen. 120 cm oder 125, je nachdem. Ich glaube, 120 sind es bei den kleinen Quaderballen. Und die können wir dann auch schön in unsere Lager reinpacken. Ne? Echt wirklich wunderbar. Und diese sehen auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus. Gucken wir uns gleich an. Die müssen, glaube ich, 700 Liter Fassungsvermögen haben. So, wir gehen mal kurz so raus hier. Ja, da sind die kleinen. 700 Kilogramm, 32 Kilogramm Gewicht. Die können wir auch per Hand heben. Auch ohne starken Bauern. Und die nutzen wir dann quasi. Ich guck mal, einen Ballenzähler habe ich ja drin. Das heißt, bei 30 machen wir Feierabend. Und der Ballenzähler, der ist, glaube ich, weiß nicht, ob der auch beim Göwal-Pack mit dabei war. Oder beim Vermeer. Beim Vermeer auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher. Oder Vermeer, oder wie es heißt. So, da war es auf jeden Fall mit dabei. Und das mit den kleinen Miniballen ist auf jeden Fall auch recht cool gelungen. Ne? So. Fahren wir erstmal hier so die Querbahn weg ein bisschen. Und die sind halt auch schnell gefüllt, weil 700 Liter ist ja nichts, ne? Ist ja jetzt nicht wirklich viel. Guck mal, da purzeln sie alle raus. Sehr schön gemacht auf jeden Fall.
die Ballen können wir dann dementsprechend auch verladen und können die auch dafür nutzen dann für unsere Tierchen am Hof. Da haben wir halt noch genug da. Aber ich dachte mir einfach, okay, machen wir es bei der Geflügelzucht auch einfach ein Lager platzieren. So ein kleines Ballenlager, das kann man ja frei platzieren. Und da kann man das auf jeden Fall dann, ja, hat man die Fahrerei nur einmal jetzt und ein bisschen Sachen hin und her fahren und aufladen per Hand, aber ansonsten ist das relativ in Ordnung. Ne? Oh, guck mal, da schon 8 Ballen. Das geht relativ fix, ne? Ich werde, da vorne haben, glaube ich, auch noch Querbahn. Da hinten dann auch gleich nochmal pressen. Da habe ich ja schlampig gearbeitet. Da müssen wir mal rüber. Wir wollen ja kein Stroh verschwenden hier. Wobei Stroh haben wir, glaube ich, hier auf der Map wirklich genug. Ne? So, wenn man es abschaltet, mit Z kann man die natürlich auch ausladen. Ne? Dann hat man die hier schon mal alle zusammen. Und dann fahren wir mal rüber. Guck mal, 14 Ballen haben wir schon. Ich fahre mal zum anderen Ende des Feldes. Weil da haben wir nämlich dann auch welche. Da können wir nämlich da die Querbahn auch noch fahren, sofern ich da überhaupt eine Querbahn gefahren habe. Dann haben wir die schön an einem zentralen Punkt und können die dann später auch einsammeln. Ich glaube, hier hinten sind wir, glaube ich, einfach nur rumgefahren. Ne? Ja, komm, schalten wir es hier ein. Da haben wir noch ein paar Querbahnen. Ach, guck mal, da liegt sogar noch ein Ballen jetzt hier hinten drauf. Ist auch lustig. Der wird dann irgendwann rausgedrückt. Dann würde ich sagen, schalten wir das Ding da ein. Da füllt sich die Presse. Dann fahren wir jetzt hier den ganzen Spaß hier auch nochmal zusammen. Da haben wir jetzt hier dann auch gleich noch ein paar Ballen rumliegen. So. Es geht, wie gesagt, recht zügig hier. Hier auch nochmal eine kleine Bahn hoch. Dann die kleine Bahn wieder runter, damit wir alles schön zentral haben und nicht hier irgendwie 18.000 Mal aussteigen müssen und dann wieder die ganzen Bahnen hier ablaufen. Ne? Echt süß, ne, bei den John Deere das Ding. Ist halt maximal klein. Aber für unsere Bedürfnisse, die wir da haben, auf jeden Fall ausreichend. So, da machen wir die Querbahn hier auch noch fertig. Und dann haben wir jetzt wie viele? Wir gucken mal kurz in die Übersicht. F1, 20 Stück. Das ist ein bisschen wenig. Weil das wären 14.000 Liter. Ne? Das reicht erstmal aus. Da fahre ich doch mal eine lange Bahn. Ach komm, fahren wir noch eine lange Bahn bis hinten. Und dann holen wir dann den Verladewagen hier. Wir haben ja diesen schönen Fliegel. Mit dem können wir die dann ohne weiteres quasi dann noch fertig machen. Da müssen wir halt hier einmal langfahren, den ganzen Spaß aufsammeln. Und dann gehen wir gleich die Presse wieder zurück. Weil jetzt die zu kaufen, die war jetzt nicht so teuer, ne? Aber so häufig braucht man die halt nicht. Macht das, glaube ich, ein bisschen wenig Sinn, ne? Sehr schön. Gut. Na, guck mal, haben wir fast 30 Stück zusammen.
Sieht halt auch recht schön aus, ne? Die Ballen, wenn sie da so rausfallen, ist schon recht cool. So, Leute. 30 Stück haben wir. Ach komm, machen wir die eine Bahn auch noch. Machen wir die eine Bahn auch noch. So viel Zeit muss sein. Aber man sollte schon gerade abfahren, ne? Damit das hier auch funktioniert. Aha, aber alles ein bisschen übersichtlicher hier. Klar, so ein Autoload, ne? Hat auch der eine oder andere geschrieben in der vorherigen Folge oder grundsätzlich mal geschrieben. Wäre natürlich da hilfreich, aber ich bin kein Freund von Autoload. Ich mag das irgendwie nicht. Wir werden keine Freunde. Aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Das ist ja auch nicht schlimm. Sehr gut. Haben jetzt noch ein paar mehr Ballen gemacht. Und die Presse geben wir gleich zurück. Die müssen wir natürlich noch vorher leeren. Ganz wichtig immer. Damit wir auch keine Ballen verschenken. Gut, und den Rest des Strohs, das fahren wir dann mal so ein. Gut, da können wir das ausmachen. Einmal Z drücken. Da kommen jetzt hier die restlichen Ballen noch raus. Zack. Dann koppeln wir die ab. Dann gehen wir die wieder zurück. Weil so häufig, wie gesagt, brauchen wir die nicht. Die war jetzt einmal kurz, um die Ballen beispielsweise zu machen. Und jetzt fahren wir einmal wieder hier raus zu unserem Hof zurück. Zwar nicht die offizielle Feldausfahrt hier, aber die können wir trotzdem nehmen. Ja, dann holen wir uns jetzt hier unseren jeweiligen, fahren wir hier rein, unseren jeweiligen Anhänger und werden die dann jetzt gleich verladen. Hier wächst das Gras nochmal und davon Raps und auf Feld 3 werden wir dann noch natürlich die Silphi aussehen. Mal gucken, was wir hier auf dem Grasfeld machen. So, wo ist der Anhänger? Da ist er. Fahren wir mal rückwärts ran hier. Nämlich da gleich die Ballen drauf werfen. Und können die dann in der nächsten Folge dann mitnehmen zur, ja, zur jeweiligen Geflügelzucht, ne? Und das Lager dann dort füllen, ne? So. Die Aufträge machen wir dann auch noch. Das heißt, gibt es dann auch nochmal 20.000 Euro. Einmal ein bisschen pflügen, dann ein bisschen grubbern, ein Feld. Guck mal, dann haben wir schon wieder ja, gute 63.000. Schon mal eine gute Grundlage. Vielleicht kaufen wir uns dann vielleicht doch die Einzelkorndrille für die durchwachsene Silphi. Müssen wir mal schauen. So, wir fahren mal hier drauf. Ist eigentlich keine offizielle Feldzufahrt, aber wir nutzen sie einfach mal. So, da können wir erstmal hier alles abstellen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt ein bisschen draußen hier und werden jetzt die ganzen Ballen ein bisschen einsammeln. Die kommen natürlich jetzt alle hier richtig schön drauf. Ich werde das jetzt nicht super sauber hier aufsortieren, weil die kommen ja sowieso dann irgendwann ins Lager. Das ist eigentlich vollkommen unrelevant. Wichtig ist, dass die mitkommen und die nutzen wir dann für die Hühner, ne? Zack. Guck mal, da haben wir auch noch Ballen. Die können wir auch noch mitnehmen. Ja, dann fahren wir jetzt, können wir jetzt gleich hier noch hier vorne die Ballen aufnehmen und dann fahren wir dann wieder rüber und
nehmen die anderen auch auf. Kostet halt ein bisschen Zeit, ne? Das sollte einem bewusst sein, wenn man natürlich im Multiplayer unterwegs ist. Könnte man das natürlich mit dieser Fortschrittgeschichte machen. Ich habe nämlich auch eine coole Mod im Mod-Hub. Die dann automatisch kann man nicht mit dem Ballenwagen dann nebenbei fahren. Und dann die Ballen, die werden dann automatisch dort reinbefördert. Ne? Geht natürlich für mich jetzt hier nicht. Klar, man hätte CP nutzen können, aber CP bin ich halt auch kein Freund. Ist da ja. Ab und zu nutze ich es mal. Jetzt nicht, weil ich es als schlechte Mod ersehe, sondern man soll da noch ein bisschen was machen hier. Ja, klar, bei großen Maps und so bietet sich das an. Auf Bergmann jetzt nicht unbedingt. Braucht man nicht unbedingt CP, ne? Klar, der ein oder andere macht das gerne, dass er dann die ganzen Luna-Aufträge quasi mit CP absolviert. Das kann man natürlich auch machen. Obliegt natürlich jedem selbst. Ne? Wir machen das mal kurz einmal fest hier. Und dann ja, geht's weiter mit dem unteren Ballensammeln. Fahren wir den mal ein Stückchen weiter hoch. Dann halten wir wieder an, sammeln wieder die Ballen ein. Und so bekommen wir die ganzen Ballen auch relativ schnell von A nach B. Hier wäre es natürlich cool, wenn man jetzt im Multiplayer unterwegs wäre. Da könnte man hier ranfahren, der eine schmeißt die eben kurz drauf. Und da wäre man dann damit fertig. So muss man das hier natürlich ja, immer ein Stückchen fahren, wieder aussteigen, draufwerfen. Ist aber auch nicht schlimm, das geht halt relativ fix, ne? Beiden Ballen auch nochmal mit. Da war ein paar Laufwege. Ups. So. Den hier vorne nehmen wir auch nochmal mit. So, die machen wir auch mal fertig. Dann können wir eigentlich die Tür auflassen hier. Lenken müssen wir aber ein bisschen. Fahren wir zum nächsten Punkt. Einfach hier zwischen. Zack. So. Jede Menge kleine Ballen, ne? So. Sehr schön, dann bin ich da vorne jetzt auch noch mit und dann können wir wieder eine Runde weiterfahren. Ne? Das Feld ist schon recht groß, ne? Das Feld 4. Das hat sich auch von der Ernte her ein bisschen gezogen. Natürlich haben wir jetzt auch keinen großen Drescher, ne? Das muss man natürlich auch mal berücksichtigen. Aber alles in allem reicht der für unsere Bedürfnisse, fürs Erste, ne? Fürs Erste reicht der. Und später kann man sich ja immer noch nach größeren Geräten dann auch quasi umgucken, ne? So, die Ballen ja auch nochmal drauf. Dahinter liegt auch noch einer. Zack. Es geht schon relativ fix, ne? Bei 32 Kilo ist jetzt auch nicht mal eben kurz, ne? Das ist schon recht schwer eigentlich. Wenn ihr mal so einen Strohballen schon mal gehoben habt, ich habe schon mal so einen mittleren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was das für eine Breite war. Ich glaube, der war halt so ein 180er, so ein Ding. Jetzt nicht gehoben, sondern wenn du mal versuchst, das Ding in der Hand zu heben, das sind schon echt schwere Dinger, ne? Muss echt. Das unterschätzt man, ne? So, zack. Wieder weiterfahren. Guck mal, ein paar Ballen haben wir noch. Aber am Ende des Tages sind wir dann damit auf jeden Fall ganz gut gefahren. Haben dann die Ballen alle aufgesammelt. Und es ist mal ein bisschen was anderes im Vergleich zu dem standardmäßigen Stroh-Einfahren, was man normalerweise kennt, ne? Bisschen Handarbeit muss halt auch mal ab und zu sein. Ne? So, komm. Die nehmen wir auch mit. Ich glaube, dahinter müsste auch noch einer sein.
Kann man natürlich schöner machen, aber Schönheitspreis wollen wir nicht gewinnen. Wir wollen die Sachen natürlich nur von A nach B bringen. Und dafür reicht halt auch der Trailer. So, einmal hier, einmal da, einmal da, da, einmal da. Gut, Leute, da würde ich sagen, ich mache jetzt nochmal kurz weiter, sammeln die letzten Ballen jetzt hier noch auf. Bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung dazu, wie ihr das jetzt hier findet, dass wir die Ballen manuell händisch aufsammeln oder ob euch das zu viel an Arbeit ist. Ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.